Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 3, wo wir den Friedhof das eine Mal gar nicht entdeckt hatten. Jetzt haben wir den erst entdeckt, wie bescheuert. Hätten wir einen Meter weiter geradeaus gehen müssen, mehr oder weniger. Wir wollen aber jetzt zum Schiffswrack, denn wir wollen erfahren, was eigentlich mit Jackson los ist, was es mit diesem Stamm auf sich hat. Und dafür gehen wir jetzt mal in die Richtung, wo diese Höhle sein soll. Dieser Insel gibt es sehr, sehr viele Höhlen und Grotten und was weiß ich nicht alles. Aber gut. Da unten haben wir auf jeden Fall ein Mirelurk. Da müssen wir hin. Okay. Das ist das Schiffs... Also nee, Schiffswrack. Wir müssen gar nicht zu einer Grotte. Was erzähle ich denn da? Komm, die nehmen wir noch mal alle mit, oder? Geschenkte Erfahrungspunkte. Schneit immer so, wenn man die im Wasser kaputt macht. Als wenn eine Bombe im Wasser explodieren würde. So ungefähr. So, dann wollen wir doch mal. Kommt her für ein Tänzchen. Nummer 1 wäre weg. Halt, ich muss nachladen. Nein, das ist nicht gut. So, den hätten wir auch. Durchsuchen wir natürlich noch und dann stecken wir mal die Flinte weg. Den einen nehmen wir auch nochmal eben mit. Aber ansonsten lassen wir das Gelege mal Gelege sein da vorne. Das nehmen wir jetzt nicht alles mit. Das würde jetzt einfach wieder zu viel wiegen. Dann werden wir wieder überladen. Und im Endeffekt ist das eh nur Essen. Von daher verzichten wir da jetzt gerade mal drauf. Sonst im normalen Öl, dann würde ich das natürlich mitnehmen jetzt. Aber hier ist es eher hinderlich. Wir gehen mal in das Wrack hinein. Mal sehen, was uns dort erwarten wird. Okay, eine, wer hätte es gedacht, Höhle, wo wir auch Mirelurks haben. Oh. Dann kommt mal her. Den hätten wir. Den hatten wir noch gar nicht, jetzt haben wir ihn erst. Sackgesichter. Au! Oh, da ist ja noch einer. Ja, komm, lad nach. Nein, das geht doch. Nein, nicht baden. Nachladen. So, dann schauen wir nochmal. Oh. Ging es aber jetzt gerade sehr tief runter. Jetzt nehmen wir natürlich mal alles mit. Oh, noch mehr Vorkriegsgeld. Warum nicht? Und noch eine Flinte. Aber deswegen waren wir nicht hier. Wir wollen jetzt den Weg weiter folgen und nicht das ganze Gelege da plündern. Weil, wie gesagt, das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Wir haben noch ein bisschen was. Ach, wir sind schon voll. Na gut, dann mal weiter. Erwartet uns hier. Gut, war jetzt relativ schnell besiegt. Haben wir ja noch mehr von denen? Die dürfen bald schon wieder Level Up sein. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Aber hier in diesem DLC sind wir jetzt schon ein paar Level gestiegen. Aha. Da oben haben wir wen. Endlich! Desmond wird sterben und unser langer Kampf wird auf die einzige mögliche Weise enden. Mit mir als Sieger! Du wirst in der Lage sein, deine
zur Sorge, Erleuchteter. Wir werden das Gebäude neu segeln und die Verunreinigungen entfernen. Gut, zerstöre das Haus und seine Verunreinigungen. Vernichte diesen Störer, damit ich eure Blutmänner endlich los bin. Ja, wir werden uns von allen Fesseln befreien. Wir werden das Werkzeug deines mächtigen Willens sein. Okay, was auch immer da vor sich geht, die wollen... Irgendeine Stimme sagt zu dem Jackson, der soll den Desmond vernichten. Mal sehen, ob wir den Ganzen jetzt auf den Grund gehen können, wer da eigentlich mit ihm gesprochen hat. Und was hat uns der Jackson zu sagen? Da geht er ja gerade. Ja komm, das sehen wir nochmal mit. Hallo? Bist du vielleicht ebenfalls auf der Suche nach höheren Sphären? Was führt dich hierher? Ich bin eurer ewigen... Eurer ewig währenden Weisheit erlegen. Das sind großartige Nachrichten. Endlich wurde das heilige Land von seiner störenden Aura befreit. Die Astralebene steht uns wieder offen. Aber der transzendente Meister wird darauf brennen, diese Nachricht zu vernehmen. Und natürlich gebührt dir die Ehre, sie ihm zu überbringen. Schließlich obliegen ihm ja die wahren Entscheidungen über unser spirituelles Wachstum. Und dazu gehört auch die Befreiung der Villa. Du meinst, du bist nicht der eigentliche Anführer des Stamms? Ach, wäre ich bloß so weise. Nein, die wahre Anführerschaft des Stammes gebührt einem höheren Geist, dem Erleuchteten. Obschon sein erhabener Geist keinen Körper mehr benötigt, zeigt er sich uns und weist uns den Weg. Ich interpretiere lediglich seine Wünsche. Er offenbart sich hier, hoch auf einem Felsvorsprung der großen Höhle. Vielleicht ist dir das Glück hold und du darfst an seiner Weisheit teilhaben. Ich will etwas über den Stamm wissen. Wir sind eine Familie von Träumern, eine Schar von Astralreisenden und eine Kirche des Geistes. Früher oder später werden wir frei sein vom Schrecken der niederen Welt des Körperlichen. Unser Geist wird in Reinform durch das Universum schweben. Ja, wie wird der Stamm geführt? Ich weiß, es sieht so aus, als wäre ich der wackere Hirte meiner Schäfchen. Aber die Wahrheit ist weit bescheidener. Ich bin nur der größte Fisch in unserem Schwarm auf seiner Reise durch die Meere des Universums. Forschend, lernend, eins werdend. Aber wir schwimmen nicht ziellos umher. Ein strahlendes Licht weist uns den Weg. Dieser leuchtende Geist spricht zu mir während meiner Einkehr. Warum wurde die Villa angegriffen? Wir finden keinen Gefallen an Gewalt. Das Ziel war lediglich die Entfernung des Ghouls, dessen Präsenz ein Affront für den transzendenten Meister ist. Ich kenne jedoch nicht die genauen Gründe, warum der Bewohner der Villa als derartige Störung empfunden wird. Dazu musst du den Meister selbst fragen. Die empfinden keinen Gefallen an Gewalt. Ja, hat man gesehen. Ich werde dem transzendenten Meister sofort einen Besuch abstatten. Ja, halte Zwiesprache mit ihm, während ich mich um meinen Stamm kümmere. Es gibt ja so viel zu tun. Okay. Holographische Projektion. Da gucken wir natürlich... Was bin ich jetzt überladen wegen... Oh, das gibt's doch gar nicht. Essen wir uns noch mal ein bisschen Fleisch. Jetzt sind wir voll. Und ansonsten... Na, können wir gleich noch was wegschmeißen. Reden wir mal mit der Projektion. Was zum Henker sind Sie denn? Was Sie sehen, ist lediglich eine holographische Projektion. Zugegeben, eine ziemlich plumpe, aber zu mehr bin ich derzeit nicht in der Lage. Was mich selbst betrifft, so stehen Sie einem der größten Genies Amerikas gegenüber, bewacht durch die Wunder der Technik. Das hier ist viel edler als den Rest der Ewigkeit als verrottender Leichnam zu verbringen, meinen Sie nicht auch? Wie kam es dazu, dass Sie diesen Stamm anführen? Wie in der Villa kalt wird und wenn sie
Was haben Sie gegen den Ghoul? Was wissen Sie über Desmond? Desmond, dieses niederträchtige Knochengrippe, wird für seine Sünden bitter büßen. Ihm habe ich meinen körperlosen Zustand zu verdanken. Allerdings bin ich dadurch jetzt richtig gelernt. Vielleicht bin ich ihm sogar dankenswürdig. Ich werde ihm also meinen Dank erweisen und beschere ihm einen schnellen und blutigen Tod. Haben Sie den Stammesleuten befohlen, die Villa anzugreifen? Ich muss jetzt los. Naja, ob wir dieser Gestalt trauen sollen, ich weiß ja nicht. Hier kommen wir raus, hier kommen wir wieder zum Brunnen bei der Kathedrale. Wir haben jetzt die Aufgabe, mit Desmond zu sprechen. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Aufträge, auch manche noch hier, aber dazu kommen wir dann auch noch. Wir gehen aber erstmal zum Warenhaus. Da werde ich jetzt erstmal ein bisschen Zeug verkaufen. Hallo. Oh, ich wusste. Was möchten Sie denn kaufen? Ich möchte nichts kaufen. Ich würde dir eher mein Zeug verkaufen. Den Apportierer verkaufe ich direkt, den werden wir eh nicht nehmen. Das nehmen wir nicht. Das auch nicht, das auch nicht. So, dann kriegst du von mir noch hier ein bisschen Kram. Dann habe ich noch ein bisschen, naja, Menschenfleisch kannst du haben, ist umsonst, Fusel. Dann noch ein bisschen Kram hier, das nimmst du auch nochmal bitte mit. Metro-Ticket, Stangzigaretten, Teddybären behalten wir und Vorkriegsgeld und dann darfst du nochmal mein Maschinengewehr. Aber sicher, Madame Panada kann hervorragend mit... Ja, danke. Und ciao. Jetzt reden wir mal mit Desmond. Mal gucken, was er dazu sagen wird zu dieser ganzen Situation. Und dann erfahren wir mehr. Wir rollen wieder munter die Körperteile umher. Ich hab's gewusst, dass dieser kleine Mistkerl hinter allem steckt. Nach all diesen Jahren streckt er seinen Kopf heraus. Den werde ich ihm abhacken. Bildlich gesprochen, natürlich. Wer oder was ist denn dieses Hörndings eigentlich? Ich hätte wissen müssen, dass er es ist, mein alter Rivale. So nah am Haus seiner Familie. Nur er kann so dumm sein. Er war einmal ein Mann, Professor Calvert. Der Familie Calvert gehörte einst die Hälfte von Maryland. Damals, als es noch ein Maryland gab. Angehörige der Familie Calvert hatten in der ganzen Welt großen Einfluss. Sie hatten praktisch die Regierung der USA in der Tasche. In ihrer Glanzzeit waren 3 Angehörige dieser Familie Senatoren, 7 von ihnen Mitglieder des Repräsentantenhauses und 2 davon Gouverneure. Sie stellten sogar einen Spitzenkandidaten für das Amt des Präsidenten, bis ihn dieser Hundeskandal aus dem Rennen warf. Darauf war ich sehr stolz. Sie kennen diesen Typen? Was geht hier vor? Calvert ist mein alter Rivale. Wir spielen dieses Spiel seit Jahrhunderten. Nur er kann so blöd sein, sich so nah beim Familienwohnsitz zu verstecken. Hier geht es nicht um Hass, sondern um Schicksal. Er ist mein Feind. Und ich kann es nicht dulden, dass jemand lebt, der sich mir in den Weg stellt. Ich wusste, dass er hier steckt und habe vor, ihn aufzustöbern und ihm den Schädel einzuschlagen. Das mit seinem Schädel meine ich natürlich nur im übertragenen Sinne.
Wie auch immer, interessiert mich ja nicht wirklich. Und jetzt wollen Sie, dass ich etwas anderes mache, nicht wahr? Natürlich will ich, dass du etwas anderes machst. Du erwartest doch nicht etwa von mir, höchstpersönlich in diesem Schlammloch herumzulaufen, oder? Vielleicht sollten Sie etwas mehr auf Ihren Tonfall achten, alter Mann. Drohst du mir? Glaubst du, auf mich wäre noch nie geschossen worden? Glaubst du, nach Tausenden, die mich schon töten wollten, würde es dir gelingen? Ja. Du nimmst am besten schleunigst Vernunft an und spielst mit. Ich kriege, was ich will. Du wirst reich und danach trennen sich unsere Wege. Was soll ich tun? Dann empfangen diese Schwachköpfe also Nachrichten vom Professor, nicht wahr? Dann muss er ja irgendwo stecken und ihnen Nachrichten zufunken. Aber er ist auf diese Dumpfbacken angewiesen. Ohne ihre Dienste ist er aufgeschmissen. Hindern wir ihn also daran, ihnen etwas zu sagen, dann muss er sich mehr Mühe geben. Vielleicht kann ich den kleinen Wurm dann finden und eliminieren. Wie lautet Ihr Plan, alter Mann? Wenn ich Professor Calvert richtig kenne, und das tue ich, dann benutzt er zum Senden Coxinuswellen hoher Frequenz. Ich habe genau das richtige Gerät, um seinen kleinen Plapperkasten zu stören. Du brauchst es nur am höchsten Punkt des Strandes aufzustellen. Simpel, nicht wahr? Sie meinen dieses große Rad unten bei den Docks, oder? Genau. Befestige den Störer an der untersten Gondel, schalte das Rad ein und drehe den Störsender ganz nach oben. Das reinste Kinderspiel. Ich werde von hier aus zusehen und alles einschalten. Dann werden wir ja sehen, wo unser kleiner Professor steckt. Und jetzt geh. Okay. Den Cockvane-Störer auf dem Riesenrad installieren. Das ist also unser nächster Auftrag, den wir zu erfüllen haben. Und das Ganze ist ja direkt hier vorne. Ach ja, das kann ich sowieso mal entfernen. Das hatten wir auch schon entdeckt. Das auch. Das auch. Ach, da waren wir auch schon, genauso wie hier. Nur die vier Orte haben wir noch nicht entdeckt. Außenposten des Katastrophenschutzes. Na gut, ich markiere den Ort jetzt einfach mal. Aber ich gehe dennoch zum Warenhaus, weil wir von dort aus am besten zum Ort des Geschehens gehen. Aber ich würde sagen, das machen wir auch nicht mehr jetzt komplett in die... Ich bin es, Professor Calvert. Sie brauchen gar nicht so bestürzt, um sich zu sehen. Ich stecke in Ihrem Kopf. Aber sind Sie nicht Desmond Stroys Schoßhündchen? Sie sind wohl gekommen, um mir in meine Arbeit zu pfuschen. Nun, ich habe da eine bessere Idee. Wie wäre es, wenn Sie dieses garstige kleine Gerät zerstören würden, anstatt bei seinem Spielchen mitzumachen? Legen Sie es einfach in die Müllpresse nebenan und es wird uns nie mehr belästigen. Ich garantiere Ihnen, dass Professor Calverts Dankbarkeit weit mehr wert ist als die eines abgehalfterten alten Ghouls. Entweder zerstören oder ihn nutzen. Wir haben die Auswahlmöglichkeit, aber ich würde sagen, wir zerstören ihn nicht. Wir machen ihn am Riesenrad fest. Aber das machen wir sowieso frühestens erst in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession. Die ist dann für euch dann übermorgen und ich sage bis dahin, tschüss.